Bei der Pega Plus Pumpe der Firma Venner wird hinter dieser Abdeckung das spezielle Infusionsbesteck eingelegt. Für die Pumpe ist ein Handtaster erhältlich, der hier an der Seite eingeklinkt wird und mit dem der Patient dann manuell einen Bolus auslösen kann. Nach dem Einlegen der Batterien und dem Verriegeln des Batteriefachs startet die Pumpe auch schon. Ich werde kurz gefragt, ob eine Batterie oder ein Akku in der Pumpe vorhanden ist. Bestätige das. Und die Pumpe startet einen kleinen Selbsttest, den ich hier etwas gerafft habe. Nachdem der Selbsttest beendet ist, habe ich die Möglichkeit, über die mittlere Pfeiltaste das gesamte Infusionsregime einmal durchzuschauen. Ich kann auch sehen, wie viele Boli der Patient erhalten hat, wie viele angefordert hat und wie lange die Infusionslösung voraussichtlich vorhält. Am Ende des Durchlaufs kann ich über die Taste Eingabe das Infusionsregime ändern. Dafür muss ich natürlich einen Code eingeben und ihn mit Eingabe bestätigen. Ich habe nun die Möglichkeit, über Konfiguration die Grundeinstellung der Pumpe zu verändern oder über Weiter das Infusionsregime anzupassen. Zuerst kann ich über Reset den Bolus Recorder löschen. Dann habe ich nach und nach die Möglichkeit, alle Daten des Infusionsregimes anzupassen. Am Ende der Programmierung besteht die Möglichkeit, den Katheter, also das Infusionsbesteck, zu entlüften und schließlich die Pumpe zu starten.